Diese Getränk ist bekannt als eines der schwierigsten zu schlucken. Ursprünglich aus Japan stammend, wird es als lebender Fischgetränk bezeichnet. Ein einzelnes Glas enthält bis zu 200 kleine Fische und jeder von ihnen muss lebendig sein, wenn das Getränk zubereitet wird. Besondere Sorgfalt wird bei der Auswahl der Fische walten gelassen, wobei oft junge Shirufische oder frisch gefangene Silberfische bevorzugt werden. Dies liegt daran, dass die Japaner glauben, dass sich der Körper des Fisches in diesem Stadium nicht vollständig entwickelt hat, was das Risiko von Bakterien verringert. Die Verwendung eines hohen Glases ist nicht nur aus zeremoniellen Gründen üblich, sondern auch, um die Bewegung der Fische einzuschränken und es den Fischen zu ermöglichen, sichtbar zu sein. Gemäß der Tradition sollte der Kunde beim Trinken des lebenden Fischgetränks den Fisch noch im Mund spüren, was nicht nur einen einzigartigen Geschmack, sondern auch ein aufregendes sensorisches Erlebnis bietet. Ein Glas kostet etwa $60. Die Frage ist, würdest du es trinken?